Hallo Leute, ja, wir sind hier unterwegs und haben einen neuen Besucher hier am Rande der Karte irgendwo. Wo ist der Totz? Wie hieß er denn noch? Ja, das ist er nicht. Der war doch hier rechts irgendwo, oder? Oder ist er schon unterwegs zu uns? Ja, gute Frage. Da ist er. Das ist Asti, ein Leibwächter, und der gehört zu Tots Plünderer. Und der macht jetzt hier irgendwas gleich. Und wir müssen gucken, dass wir das irgendwie hinkriegen, dass wir den dann wieder angreifen oder sowas. Vielleicht können wir ihn ja retten, keine Ahnung, müssen wir schauen. Also retten, indem wir ihn zu uns bringen, ne? Oder wie war das? Oder Tots Plünderer? Eine Keule aus Holz. Ist weiblich, Alter 41, Rumtreiberin. Gesund, neutral, mal schauen, was wir aus der machen. Keine Ahnung. Ihr schaut's Logo und dann gehen wir um Großbild. So, das heißt, wir lassen ihn mal gerade laufen, aber er kommt tatsächlich schon zu uns. Das heißt, wir werden jetzt mal schnell unser Lager finden. Ist die Karte so groß? Nee, da ist schon das Wasser. Hier sind wir. Das heißt. Von wo kommt der denn? Der kommt von hier oben rum. Das heißt, wir werden jetzt hier unsere Truppen in den Norden schicken. Also hierhin. Kampfmodus. Geht dahin. Red Run. Kampfmodus. Die hat nur ein Messer, ne? Aber geht auch dahin. Veli hat ein Gewehr. Geht dahin. Und weiter geht's und gucken, was da passiert. Wo ist er? Ah, er kommt noch gar nicht. Ich dachte, der wäre schon gekommen. Gut, dann wollten wir ja noch gerade gucken, ob wir noch ein zweites Möbelstück, nämlich eine Unterkunft für den machen können. Und zwar hier drinnen, ne? Geht das? Sieht wohl so aus. Wie sieht es mit ihr aus? Körper? Blutverlust ist noch leicht, aber sieht so aus, als ob wir die durchbringen, ne? Jetzt ist die Frage, wann greift er uns an? Ist das jetzt hier? Eine Ratte, die ist schon tot. Der ist da. Tut sich Tieren gegenüber neutral verhalten. Das ist schon mal interessant. Gut. Warte mal, die zweite Person hier. Die machen wir aus dem Kampfmodus mit ihrem Messer erstmal raus. Wie weit ist denn unser Essen hier eigentlich so? 88% und hier? 57%. Okay. Kann sie denn? Achso, sie entspannt sich gerade beim Hufeisen werfen. So sieht's aus. Wann kommt er? Wo ist er? Da rechts noch, okay. Es passiert noch nichts. Können wir ihn auch in den Kampf? Ne, können wir nur schlachten. Okay, das wollen wir jetzt nicht machen. Was macht sie jetzt? Was ist das? Bären? Bären. Das ist gut, dass die Bären holt. Okay. So, die starten jetzt ihren Angriff. Wo ist er? Da kommt er. Ich bin sehr gespannt. Risiko eines leichten Zusammenbruchs. Ne, jetzt gerade nicht. Okay, das war mal erstmal daneben. Okay, der erste Treffer saß. Okay, gut, das ist erstmal durch. Kampfmodus beenden. Kampfmodus beenden. Und ist tot. Wegtragen, priorisiertes Wegtragen, ja.
Jetzt hätten wir schon eine Keule. Können wir diese Person hier denn beerdigen? Vielleicht wäre das besser, ne? Unter was läuft denn das? Strukturen? Ein Grab gibt es hier nicht, ne? Diverses. Ein Grab, doch da. Komm, mach mal ein Grab da bitte hin. Kampfmodus haben wir bei allen beendet, ne? Ja, haben wir gemacht, gut. Müssen wir jetzt gucken, wie es weitergeht. Leider hat es mit dem zweiten nicht geklappt. Dafür haben wir sie ja und die müssen wir dann bekehren mit der Zeit, ne? Ach, guck mal, das Bluten ist jetzt vorbei. Linkes Bein hat noch einen Stich, rechter Fuß einen Schnitt. Verletzt und ist gestresst. Ist ein Weltraumflüchtling immer noch. Ah, hier ist jetzt Ausbruchsintensität 33 Tage. Rekrutieren machen wir da mal. Kränkliches Kind. Drittrechtlohnarbeiterin. Vielleicht klappt das ja mit der. Sie kriegt auf jeden Fall gerade was zu essen. Können wir das mal wegmachen? Ja, und es ist hier dunkel drin. Wir bräuchten mal eine Lampe oder sowas, ne? Kriegen wir sowas gebaut? Fackel hier rein. Mal schauen. Oh. Pele ist verletzt, wa? Kann das sein? Prellung von der Keule am rechten Bein. Okay, das wird mit der Zeit vorbeigehen, dann brauchen wir uns nicht kümmern. Aber die ist auch schon Schlafenszeit, wenn, ne? Wer du denn jetzt? Ach, Baby. Hase weiblich gesund. Ist das schon domestiziert? Alter, 2 Jahre. Schwierig. Wie weit ist es hier? 92%. Okay, Essen kommt bald. Wir haben hier noch Erste-Hilfe-Pakete, aber sonst nichts, ne? Keule ist reingeholt worden? Ne, Keule ist da. Können wir die freigeben? Ich glaube schon, ne? So, jetzt ist noch die Frage, wie sieht es mit Essen aus? Ernten. Haben wir noch was zum Ernten? Das ist die Frage. Was ist das denn hier? Eine tote Schildkröte, okay. Die sterben einfach so, ne? Aber guck mal, hier haben wir noch Eisen. Erlaubt das mal, das können wir alles gebrauchen. Haben wir denn hier noch ein paar Büsche, die wir mit Beeren haben, wo wir abernten können? Dornenstrauch. Wer schläft da? Ein Hase. Hier sind noch Büsche. Das ist ja momentan unsere einzigste Essensquelle, die wir haben, ne? Dann wollen wir mal sehen, dass das auch klappt. Was ist das? Schiffsteil, okay. Wenn ich das abreiße, ne? Gibt es dann Dingens? Wie heißt es? Rohstoffe, die wir brauchen. Das ist eine Kalkstein. Okay, ich dachte, das wäre eine Mauer. Wer schläft hier? Boomratte, okay. Da schläft ein Eichhörnchen wahrscheinlich. Was haben wir hier für Material? Maschinenreste. Lass das mal abbauen hier. Also sie sind leicht rot noch hier, Maisie und Meli. Das sollte aber mit der Zeit besser werden. Hier ist nochmal Essen. Und hier haben wir doch die Aufgaben hoffentlich noch unendlich für. Ja, sieht so aus. Da jetzt Nacht ist, schlafen wir ein bisschen schneller.
Ah, hier ist jemand wach geworden. Bedürfnisse. Ernährung geht noch. Erholung ist okay. Attraktivität, Komfort und draußen. Okay. Hat sehr niedrige Erwartungen. Schlief auf dem Boden, schlief in der Hitze. Unangenehm umgeben. Dunkel, hungrig. Okay. Versuchen die zu rekrutieren. Bedürfnis hatten wir dann. Körper ist gesund. Sehr gut. Hier sind natürlich noch alle feindlich. Rivale, Rivale, Bekannter. Wie verstehe ich das? Hat mich gerettet, okay. Ja, werde gefangen gehalten. Das ist auch normal erstmal. Warte, was können wir noch sehen? Sklavenpreis. Nee, das lassen wir erstmal alles so und hoffen, dass das jetzt klappt hier. Lass mal schneller laufen, weil mit der können wir sowieso gerade nichts anfangen. Weli halt auf jeden Fall, das ist schon mal gut. Und jetzt geht's wieder los. Was passiert jetzt hier? Logbuch, gibt es dann ein? Ah. Gut geklappt. Radrund zeigte Interesse an den sexuellen Fähigkeiten von Maisie. Okay, gefährlich. Gesichtsbehaarung. Radrund verschmähte sie Freundschaft und fragte sie. Wer hat den? Ach so, er hat den. Aber den können wir doch wohl mal hier helfen, oder? Okay, sie macht die Bären nochmal, das ist okay. Was sagt denn der Körper? Fall und Keule, Bedürfnisse. Das passt aber erstmal alles, oder? Asti erlag den letzten. Aber stolperte. Das ist nicht mehr rot. Ich glaube, das wird schon werden, oder? Ja, jetzt ist das weg, weil sie aufgestanden ist. Das ist schon mal gut. Wie sieht es denn hier aus mit der Rekrutierung? Hier ist schon mal nur minus 1. Rekrutierungsversuch. Okay, da hat sich. War da nicht gerade noch was? Radron. Okay, da wird aufgeräumt. Ah, wir haben die Klimaanlage fertig. So, jetzt habe ich keine Ahnung, wie man die einstellt, ne? Hier können wir verringern die Zieltemperatur. Also neu verbinden. Jetzt muss ich erstmal hier Strom kriegen, wa? Okay, dann müssen wir erstmal die Stromleitung haben. Wo waren die Stromleitungen? Da. Wollen wir hoffen, dass das hier schnell einer macht, damit unsere Klimaanlage funktioniert. Und das müssen wir hier mal wegtragen. Und dann können wir hier eine neue Zone setzen.
Lagerzone. So. Und dann das Lager müssen wir hier noch alles erlauben, alles verbieten erstmal. Mahlzeiten. Machen wir erstmal alle rein, oder? Ja. Rohe Nahrung kommt da auch rein, weil die muss ja nur noch fertig werden. Die darf aber nicht vergammeln. Schokolade, Trockenfutter. Schokolade kommt da auch rein. Die muss kalt sein, damit die nicht kaputt geht, oder? Medizin, weiß ich nicht, ob wir die kühlen müssen. Rohstoffe. Farbe, Hopfen, Psycho. Ich glaube, das braucht nicht gekühlt werden. Unfertige Objekte, was ist da denn alles? Ja, ich glaube, das lassen wir erstmal so. Können auch mal Pflanzen reingucken, aber das sind alles Bäume. Gut, ich glaube, das ist schon richtig ausgewählt dann. Und die sollen da weg, das ist auch richtig. Wer hat den Hitzschlag gekriegt? Oh Gott. Hat die jetzt was gegessen gerade? Wie ist denn Außentemperatur? Kann man das irgendwo sehen hier? Ah, draußen 41 Grad. Vielleicht würden die besser reingehen, ne? Oh, jetzt können wir die Klimaanlage hier einstellen. Zieltemperatur 1 Grad, 9 Grad. Leistungsbedarf 200 Watt. Also dieses 18 Grad minus macht meine Dingen, sag schon. Komm schon. Wieso hat die das Essen jetzt da hingelegt? Okay. Ich glaube, wir müssen hier mal nochmal überlegen, was wir hier machen, weil Außentemperatur sind 42 Grad. Er ist hier gerade an Steinarbeiten machen. Vielleicht sollten wir das mal ganz fix irgendwie hinkriegen, dass das drinnen gemacht wird und nicht draußen, weil sonst gehen die uns alle kaputt. Aber ich sag mal, wir sind erstmal ja noch am Anfang und müssen noch einiges einstellen, kriegen wir aber auch hin. Das Essen hier hat sie jetzt genommen oder was? Lass mal gerade nochmal gucken. Hat sie sogar wahrscheinlich aufgegessen. Ist ja vielleicht auch nicht ganz verkehrt. Gut, nächste Folge müssen wir gucken, dass wir die alle reinbringen, während die Hitze des Sommers hier draußen ist. Das bringt uns nicht weiter. Ich würde sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.